Heute kümmern wir uns ja um diese leckeren Dampfnudeln aus dem Backofen. Die haben auch so eine leckere, schöne Kruste hier unten dran. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Ich habe jetzt einmal meine Milch erwärmt, dass sie einfach lauwarm ist. Dann gebe ich jetzt einfach alle Zutaten, die wir brauchen, mit dazu. Einmal natürlich Mehl, dann etwas Zucker, Hefe, dann etwas neutrales Öl, und ein Ei. Und das verkneten wir jetzt ordentlich. So sieht der Teig jetzt aus. Da gebe ich jetzt einen Deckel drauf und dann darf er erstmal schön gehen. So, Dille, ich habe den Teig jetzt lange gehen lassen. Das hat aber nur damit zu tun, weil ich den vor der Arbeit angefangen habe zu machen. Und ich halt jetzt einfach außer Haus so lang war. Es reicht natürlich, wenn ihr den so abgedeckt so eine Stunde oder anderthalb gehen lasst. Genau. Ich werde mir den jetzt in so 3 Portionen aufteilen, ungefähr. Und dann habe ich hier mein Backpapier etwas eingefettet mit Öl, dass, wenn der Teig da jetzt noch ein bisschen drauf geruht hat, dass ich den in der Hoffnung besser abbekomme, dass der da nicht so dran kleben bleibt. So, dann machen wir uns einfach solche Kügelchen. Und dann darf der Teig, wie gesagt, hier auch noch mal gehen. Und der Ofen wird dann vorgeheizt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze. Jetzt haben wir hier unsere Auflaufform. Da kommt jetzt etwas Öl rein. Dann Salz. Und etwas Wasser. So, jetzt vermischen wir das. Alles gut verteilt. Dann setzen wir unsere Dampfnudeln hier rein. Und jetzt muss das Ganze abgedeckt werden. Oder man hat halt irgendeine Form mit Deckel. Ich nehme da jetzt zur Sicherheit einfach mal 2 Lagen. Ja, und dann geht das Ganze ab in den Ofen. Ja, und unsere Dampfnudeln waren 35 Minuten im Ofen. Ja, und jetzt habe ich die Alufolie runtergenommen und wir können gleich probieren, aber die sind noch sehr heiß, deswegen möchte ich mir da ein Stück jetzt mal abschneiden, dass ich mich hier nicht total verbrenne. So, also ich schneide es mir jetzt ab. So sieht das Ganze aus. Und ich beiß da jetzt mal rein. So lecker. Und ich liebe ja diese Salzkruste oftmals. Also bei mir kennt man das aus der Gegend. Als ich die schon gemacht habe in der Pfanne, wurde ich dann aber gefragt, wie man die isst. Man kann die auch mit was isst man, glaube ich, mit Kartoffelsuppe oder so. Aber ich kenne es halt einfach so, beim Bäcker eine Dampfnudel und dass man die einfach so isst. Oh, ich liebe diese Kruste, echt. Also was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.
Tschüss!